Du hast eine längere Reise geplant, eine schöne Urlaubsreise oder du hast einen Jahresaustausch als Schüler vor, du gehst mit deinen Eltern mal ein Jahr weg oder machst eine Weltreise, gehst mal ins Outback oder unterstützt mal eine Hilfsorganisation im Ausland, dann sind die Tipps, die ich dir hier heute geben möchte, vielleicht von Nutzen. Also bleib gerne dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und ich möchte dich dabei unterstützen, eine gute und gesunde Reise zu unternehmen und dabei auch auf deine Mundgesundheit zu achten. Vorab zuerst, ich möchte dir hier heute einen Überblick geben, was du vor der Reise aus zahnmedizinischer Sicht, zahngesundheitlicher Sicht tun solltest, was du auf die Reise mitnehmen solltest und ja, worauf du dich im Allgemeinen bei der Reise dann auch einstellen bzw. worauf du achten solltest. Starten wir also mal mit den Vorbereitungen. Wenn du mehrere Wochen wirklich verreist oder sogar noch länger, dann macht es wirklich Sinn, vor der Abreise nochmal deinen Zahnarzt des Vertrauens aufzusuchen und eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen. Dann ist es einfach mit viel größerer Wahrscheinlichkeit verbunden, dass du beschwerdefrei bleibst während deiner Reise, dass alles in Ordnung ist und du auch ein gutes und sicheres Gefühl haben wirst. Zudem kannst du auch mit deinem Behandler nochmal abstimmen, ob es vielleicht sinnvoll wird, ein Medikament in der Tasche zu haben, das man normalerweise auf kürzeren Reisen oder auf Reisen nur ins Nachbarland nicht mitnimmt. Ich rede hier zum Beispiel von Antibiotika, wenn du etwa Zahnimplantate hast oder wenn du Wurzelbehandlungen hast, die auch schon mal etwas vakant waren. Insofern macht diese Reinigung also noch mehr Sinn als ohnehin schon und ich gebe hier eine ganz klare Empfehlung dazu. Dein Zahnarzt kann die beste Diagnostik nach der Reinigung durchführen, weil einfach der Mundraum und die Zähne schön sauber sind. Und außerdem kannst du mit ihm nochmal besprechen, was zum Beispiel mit der Röntgendiagnostik ist, ob die jetzt schon lange zurückliegt, ob es sinnvoll ist, nochmal eine vorzunehmen, um möglichst alle Eventualitäten auszuschließen, die dir vielleicht im Outback in die Quere kommen sollten. Was solltest du also auf deine Reise mitnehmen? Natürlich die klassische Ausstattung ist erstmal die Zahnbürste und Zahnpasta. Und wenn du jetzt wirklich lange unterwegs bist und vielleicht deine Koffer noch länger als du die Reise antreten, dann macht es noch mehr Sinn, auch eine Reisezahnbürste ins Handgepäck zu nehmen. Die kann man so ja, zusammenklappen oder auseinanderziehen und die ist dann wirklich nur noch so groß, sodass sie wirklich bequem in die Hosentasche passen würde. Also auch im Handgepäck kaum auffällig wird. Insofern klare Empfehlung dazu. Außerdem gibt es ganz kleine Tuben Zahnpasta, blende ich dir mal hier ein. Ist was ganz Kleines. Es spielt auch weniger die Rolle, welche Marke oder welche Sorte von Zahnpasta es ist, denn es gibt ganz klar keine definitiven Aussagen dazu, welche Zahnpasta die beste ist und ob dadurch deine Mundgesundheit wirklich viel besser wird. Genauso verhält es sich mit der Zahnbürste. Wichtig ist, dass du eine dabei hast und deswegen auch die Empfehlung für das Handgepäck, falls mal das Hauptgepäck verloren geht und nicht gleich die Chance hast, zum Beispiel mitten in der Nacht und du gehst danach noch weiter auf Reisen, noch eine nachzukaufen. All das kann ja heute passieren. Wir waren früher darauf weniger eingestellt, weil sogar ja, nicht sogar oder überhaupt die Flughäfen ja rund um die Uhr besetzt waren und man ständig überall was kaufen konnte. Das hat sich ja doch in den letzten Jahren etwas geändert und ich glaube auch, das ist weltweit so ein bisschen der Punkt geworden. Was kann man noch zur Empfehlung geben, mitzunehmen? Auf jeden Fall Zahnseide, die klassische Zahnseide. Es gibt so eine mittelgroße Packung hier. Kannst natürlich auch eine ganz kleine mitnehmen. Das reicht für eine Reise sicherlich auch aus, wenn du relativ jung bist. Wenn du allerdings schon Zahnersatz hast oder ja, schon so sagen wir mal über 40 bist, dann solltest du definitiv jeden Tag Zahnseide nutzen. Und insofern kommst du mit einer kleinen Packung dann auch nicht wirklich weit. Also pack da wirklich was ein. Wenn du Zahnersatz in Form von Zahnbrücken hast oder Zahnimplantatbrücken, dann macht diese Superfloss Zahnseide Sinn. Die hat so einen Flausch, zeige ich dir hier auch mal. Und dieser Flausch
sorgt eben dafür, dass du schön unterhalb dieser Brückenglieder deinen Zahnersatz sauber machen kannst. Und dann gebe ich dir mal hier diese, ja, diese Sticks hier zur Schau. Die sind wirklich schön und davon bekommst du normalerweise auch manchmal ein paar mit oder ein paar Informationen von deiner Prophylaxe-Assistentin, welche Zahnzwischenraumbürsten, so werden die ja genannt, in welcher Farbe denn nun am besten für deine Situation sind. Insofern lass dich da ordentlich beraten und deswegen auch die Prophylaxe nochmal vor der Abreise, sodass du dich damit gut ausstatten kannst und da so ein schmuckes Kästchen hier besorgen kannst, wie so ein bunter Blumenstrauß. Und dann ist das wirklich eine tolle Sache. Noch eine Empfehlung für Patienten, die Zahnersatz tragen, der auch bedingt herausnehmbar ist oder komplett herausnehmbar. Zahnersatz, Pflegebürste mitnehmen, genauso wichtig wie für die Zähne, denn am Ende ist das den ganzen Tag in deinem Mund und unterhalb solch einen Zahnersatz, wenn man den nicht reinigt oder permanent drin lässt, ist eben die Gefahr, dass sich auch Mykosen, also Pilzentwicklungen ausbilden und das Ganze einfach rot wird, sich entzündet, dir ein schlechtes Gefühl gibt. All das brauchst du grundsätzlich nicht und auf Reisen noch viel weniger. Dann noch eine Empfehlung, wenn du vor Ort bist und du hast die Chance, dir noch eine kleine Mundspüllösung mitzunehmen, vielleicht fürs Outback oder vielleicht um deine Fahrradtour um die halbe Erde zu unternehmen, dann pack dir so eine kleine Flasche ruhig mal ein. Falls wirklich mal was auftritt am Zahnfleisch, dann unterstützt es dich dabei, die Entzündung da lokal zurückzudrängen. Und dann sollte das passen. Mitnehmen noch ein Aspekt, wenn du ein Typ bist, der wirklich so eine Nachtschiene braucht, so ein Patient, der so eine Bruxismus hat, Entschuldigung, oder der jetzt viel knirscht oder presst und auch recht stark ausgebildete Kaumuskulatur hat, dann pack diese Schiene unbedingt in einem Kästchen ein und nimm die mit, denn das ist schon wirklich dann eine wichtige Geschichte. Man kann zwar immer davon ausgehen, dass eine Reise sehr entspannt ist und die meisten Patienten sich da auch relaxen, insofern da weniger Kraft aufbringen. Allerdings, wenn du da wirklich eine Prädisposition hast, also einfach eine Tendenz, eine Neigung dazu, da stark zu knirschen, dann ist diese Schiene wirklich wichtig für dich und eventuell für deinen Zahnersatz. Also unbedingt einpacken, die Knirscherschiene. So, was machen wir jetzt vor Ort? Zähneputzen habe ich gesagt, zweimal täglich, mindestens einmal richtig gründlich und mit Zahnseide. Achte unbedingt auf sauberes Wasser, ja, das ist auch so eine Geschichte. Wir sind natürlich in Deutschland und Österreich und der Schweiz sehr verwöhnt hier, dem Umstand zu sein, dass wir genügend und auch sauberes Trinkwasser haben. Das ist jetzt nicht überall so. Insofern schau auch, ob es sich um Trinkwasser handelt, falls du da nochmal einen Schluck zu trinkst. Schau vor allen Dingen, ob du damit spülen solltest, wie die Empfehlungen sind. Und ansonsten besorg dir stilles Wasser zum Trinken und zum Zähneputzen. Und achte auch darauf, ob du eventuell einen Becher hast fürs Zähneputzen oder ob du halt nur unter dem Wasserhahn gehst mit den Händen. Auch da ist aus meiner Sicht hinsichtlich der Hygiene schon ein bisschen Obacht geboten, je nachdem auf welchem Level der Hotellerie oder auch des Outbacks, so wie auch immer du dich bewegst. Insofern schaue, dass du nicht direkt von dem Wasserhahn trinkst oder irgendwelche anderen hygienischen Risiken eingehst, die du wirklich nicht gebrauchen kannst. Ja, noch ein paar grundsätzliche Empfehlungen meinerseits für eine gute Mundgesundheit auf Reisen. Also versuch, wie die Ernährungsempfehlung meinerseits immer wieder ist, darauf zu achten, wirklich das Essen ein bisschen nach hinten zu legen, beziehungsweise die Phasen von die zuckerfreien Phasen oder die Zuckerpausen, wie wir bei den Kindern mehr sagen, zu öffnen. Also wenigstens so 4 bis 6 Stunden der Nichtsessen zwischen den Mahlzeiten und auch auf süße Getränke mal zu verzichten. Natürlich soll es dir gut gehen im Urlaub und es ist so okay, am Abend oder wie auch immer mal zu snacken. Trotzdem, wenn man das permanent macht und wir reden ja jetzt auch von Reisen, die wirklich länger dauern unter Umständen, ist es schon ein Faktum, dass sich dadurch auch mal eher eine Karies melden kann oder dass Sachen entstehen, die wir einfach nicht so wollen, wie eine Entzündung und so weiter. Insofern mach Zuckerpausen und konzentriere dich auf 3 Hauptmahlzeiten. Versuch diese so zu organisieren, dass sie auch möglichst gesund sind
Und nimm dir eine Mundspüllösung mit, nutze ruhig einen zuckerfreien Kaugummi, hab immer sowas dabei, das gibt dir eigentlich auch immer ein gutes Gefühl. Falls man vielleicht auch mal nicht die Möglichkeit hat, sich sofort die Zähne zu putzen und trotzdem den Eindruck, es müsste jetzt sein, denk an die Zahnseide und nimm ein paar gesunde Snacks mit. Es sollte sich lohnen, da zu investieren und sich die Zeit dafür zu nehmen, sich die zu besorgen. Und denk unbedingt dran, wenn du Zahnersatz hast, diesen eben einmal täglich wirklich zu reinigen mit dieser speziellen Zahnbürste oder zumindest mit einer Zahnbürste. Ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar gute Tipps geben und wenn du ein paar Ergänzungen hast, dann schreib mir gerne in den Kommentaren. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Kanal. Wir freuen uns darüber und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Dr. Christian Schubert.